Yo, liebe Leute, Theo hier und willkommen zu einem erneuten Mario-Video auf meinem Kanal. Und heute habe ich vor, die 5 lustigsten Glitches aus den Mario-Spielen, die ihr alle kennt, die ich auch kenne, euch vorzustellen. Und ich habe heute den Akata dabei, den solltet ihr auch kennen, der hat auch einen Nintendo-Kanal. Der hat heute ein ziemlich interessantes Video hochgeladen, deswegen checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Und das Gewinnspiel mit dem Nintendo 2DS im Bundle mit New Super Mario Bros. 2 geht noch bis zum 10.10. an alle Abonnenten. Schreibt einfach einen Kommentar, damit ich euch sehe. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt mit dem Video. Viel Spaß! Der erste Glitch ist aus Mario 64, 1996 erschien, und zwar aus dem Level Lava Lagune. Wenn man sich gleich am Anfang vom Level den Koopa Panzer nimmt und damit Richtung Baumstamm fährt und den Baumstamm dennoch zum Rollen bringt und sich dann da so komisch mit dem Koopa Panzer unterklemmt, dann kommt die lustige Zerdrückungsanimation, wo man klein gedrückt wird und danach verbrennt sich Mario noch den Arsch, und zwar das gleich tausende Male hintereinander. Hört's euch einfach kurz an. Der nächste Glitch ist aus Super Mario 3D World, und zwar aus einem Schneelevel. Die sind schon allgemein zwar ziemlich spaßig, aber mit einigen Glitches kann man es noch verbessern. Dort kann man mit Peach bzw. mit Rosalina eine mega coole Aktion starten, und zwar kann man auf dem Eis schlittern und gleichzeitig sich ducken und springen. Dadurch baut man dann eine Geschwindigkeit auf und kann durch das Level fetzen wie noch was. Seht es euch einfach an. Ich dachte zwar, ich wäre mit Toad schnell, aber wenn man hier wirklich mit Peach spielt, muss man das einfach wirklich ausprobiert haben. Auch wenn man hier sieht, dass es nicht ganz so gut läuft am Ende. Und jetzt noch ein kleines Beispiel mit Rosalina und dem Propellerblock. Man muss, wie eben schon gesagt, diesen Speed aufbauen, indem man sich duckt und die ganze Zeit springt. Dann kann man an dieser Eisfläche hier so schnell werden, dass man im Endeffekt durch den Propellerblock noch weiter nach vorne geschleudert wird und kann sozusagen out of map fliegen. Einfach nur mega spaßig. Ich meine, der Propellerblock an sich ist schon geil, Schneewelten an sich sind schon geil, und beides verbunden zusammen mit Rosalina und diesem geilen Glitch kann man einfach das Spiel sozusagen austricksen und viel weiter fliegen, als es eigentlich möglich ist. Der nächste Glitch ist aus Mario 64 DS, was am 21. November 2004 für den Nintendo DS erschienen ist. Und zwar im allerersten Kurs Bob Oms Bombenberg. Und zwar, sobald man die Kanone freigeschaltet hat und ganz oben beim Berg die Kanone in der Ecke, wenn man die benutzt und ganz nach links aimt und Mario dann gegen diesen einen Hügel schießt, sieht man erstmal nur blauen Himmel und dann irgendwann sieht man einen kleinen Punkt, und ja, dieser Punkt soll Mario sein, und dann sieht man auch, dass Mario einfach hoch in die Luft katapultiert wurde und wieder auf dem Weg nach unten ist, und man sieht dann langsam, wie die Map ganz klein ist und immer größer wird und wie Mario dann letztendlich wieder auf den Boden aufklatscht. Dieser Glitch funktioniert aber nur in der 2004er Version für den Nintendo DS und nicht in der Originalfassung 1996. Dort war dieser Glitch nicht vorhanden. Ist jedenfalls lustig anzusehen und jeder kann ihn direkt durchführen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach die Kanone ganz nach links zu aimen, wirklich bis zum Anschlag, und dann einfach auf den Abzug zu drücken. Der nächste Glitch ist wieder mal aus Super Mario 64. Ich meine, es ist zwar ein Meisterwerk, aber eines der ersten 3D-Spiele, und da kommt es natürlich immer mal wieder vor, dass es kleine Glitches gibt. Man braucht, um diesen Glitch zu machen, alle 120 Powersterne. Denn dadurch schaltet man die Kanone im Hof frei und kann sich dann hoch aufs Dach schießen, wo sich auch Yoshi befindet. Aber der Glitch hat nichts mit Yoshi zu tun, nein, man muss sich diese Flugcappy hier schnappen und kann dann wieder zurück, ganz schnell in die Kanone. Wenn man das schnell genug geschafft hat, kann man sich hochschießen auf das Dach und kann sich auf diese Zwischenstelle hier begeben. Und dort kann man in diese eine Stelle runterlaufen und fällt dann ins Castle rein. Und hier fängt auch schon der Glitch an. Man befindet sich innerhalb des Castles, kann dann rausgehen, und wenn man rausgeht, befindet man sich drinnen, aber in dem Raum draußen. Ihr könnt es hier genau sehen, wenn man nur die Audio anhört, ist es natürlich komisch. Und wenn man wieder reingehen möchte, befindet man sich zwar draußen, aber in einem extra Raum. Das heißt, man ist da immer gefangen. Aber keine Sorge, man kann natürlich auch an der Seite wieder reinspringen oder natürlich das Spiel neu starten. Auf jeden Fall könnt ihr es zu Hause ausprobieren. Ist einfach mega lustig, das mal gemacht zu haben. Der letzte Glitch für heute ist aus Mario Kart. Und zwar aus Mario Kart 8 und auch Mario Kart 8 Deluxe. Und zwar seit Mario Kart Wii wurden ja die Bikes und die Stunts eingeführt. Und damit hat der Glitch auch zu tun. Und zwar, wenn man diese Stunts ausführt auf einem Boostpad, was einen wiederum in die Luft katapultiert, aber man nicht den Weg in die Luft nimmt, sondern gegen eine Wand fährt und er drückt, was der Stunt-Knopf ist, dann kann man unendlich viele Tricks hintereinander durchführen. Seht euch einfach an, wie lustig es aussieht. Auch wieder ein Glitch, den theoretisch jeder durchführen könnte, der jetzt Mario Kart 8 oder Mario Kart 8 Deluxe liegen hat. Man braucht dafür kein Skill. Ja, liebe Leute, das waren 5 lustige Glitches aus Mario. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es so findet. Was war euer Lieblingsglitch? Ansonsten checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab. Dort ist das Video von Akata, die Evolution von Yoshi. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbeizuschauen. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich freuen. Ansonsten bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theodore.